So, also dann mal herzlich willkommen in einem neuen Video. Ja, wie im letzten Video schon angekündigt, geht's heute mal auf den Hadihora, besser gesagt zu den Schlangenberg. Ja, wird nicht recht lang werden, die Tour. Gibt eigentlich zwei Touren, die ich mal rausgesucht habe. Eine von Joachimsthal oder von Pocita aus, besser gesagt. Wäre Gesamttourlänge so 7 bis 8 Kilometer. Und dann halt die Tour, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, die ich heute laufe. Das sind allerdings nur 2 Kilometer. Also 2 Kilometer hin, 2 Kilometer zurück. Selbe Strecke. Aber dafür mit ein bisschen ordentlich Steigung, so zwischen 18 und 22%, wie ich gesehen habe. Ja, wie gesagt, ich will mal ein bisschen rauf zum Fotografieren, haben ein paar Fotomotive rausgesucht schon mal. Was hat ein Hauptmotiv, was ich unbedingt mal mitmachen möchte. Ja, wieder ein paar verschiedene Brennweiten, verschiedene Perspektiven ausprobieren. Ja, erstmal sehen, wie es oben aussieht mit Leuten, ob ich da recht viel Film kann, werde, will. Ja, mal sehen, ob ein Video draus wird. Also, wenn ihr das jetzt so seht, dann ist es was geworden. Und ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video. So, mal ganz kurze Zwischenmeldung. Ja, Aufstieg ist fast geschafft. Ja, ist nie ohne. Also man merkt deutlich, ich habe über die Wintermonate doch ein bisschen Kondition eingebüßt. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, wie gesagt, Einstieg fast geschafft. Sind es noch ca. 500 Meter, schätze ich mal, bis zum eigentlichen Ziel. Ja, der Weg ist mehr oder weniger eine Katastrophe. Im unteren Teil Vollkatastrophe. Ja, da blende ich jetzt mal eine kleine Sequenz ein. Und ja, der obere Teil lässt sich zwar schön laufen, aber man merkt halt noch das rutschige Laub und alles. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich wollte ja ein bisschen Steigung haben. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann auf dem Gipfel wieder.
So, also dann sage ich mal recht herzlich willkommen auf dem Schlangenberg. Ich drehe mich mal so eine kleine Runde, so ein bisschen Panorama im Hintergrund sieht. Ja, so, dass ihr ein bisschen in die andere Richtung. Ja, ich würde sagen, ich hau mir erstmal ein Käffchen rein. Und dann würde ich mal sagen, werden wir mal schauen, ob es hier was zum Fotografieren gibt oder eher nicht, weil so prickelnd sieht es von der Motivauswahl her nicht unbedingt aus, aber dazu später mehr. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Im Großen und Ganzen habe ich hier mehr oder weniger zwei relativ interessante Fotomotive. Es werden eigentlich nur diese zwei Sitzbänke hier, die als Motiv durchgehen würden. Ja, das war die eine vor mir. Blende ich mal eine kleine Videosequenz ein und das wäre dann ein Stück weiter vorn. Ja, zeige ich auch mal eine kleine Videosequenz, wie das so ungefähr aussieht. Ja, gut, was machen wir nun? Die vordere sieht manchmal nicht so prickelnd aus. Gut, ich werde es mit der probieren, weil drei verschiedene Brennweiten. Einmal mit 24, einmal mit 18 und einmal mit 14 mm. Und ja, sag dann mal was dazu, den ganzen Bildaufbau. Also mal Bildaufbau. Ja. So richtig, aber na gut. Ja, fangen wir mit 24 an. Dazu schalten wir mal die große Kamera in Richtung Video, würde ich sagen. So, ist mir egal wie. So, ja. Wie gesagt, das Ganze hier so mit 24. Ja, das können Sie ein bisschen vermeut fühlen haben. Ja, ein bisschen hoch. So. Würde ich sagen, ein kleines bisschen was von dem Geröllfeld im Vordergrund mitzieht. Ja. Können wir noch ein bisschen reingehen. Ja. Das Ganze ein bisschen vermeut fühlend. So, und würde mal sagen, dass wir uns so mal ja, in der Blende 11 und ISO 100 mal hier so ein das erste Foto machen. Ja. So, ja. Also eigentlich noch machen wollte, wäre dann eher mal die Perspektive so von hier oben, so mit 24 mm nochmal das Ganze. Gut, wir machen das Ganze mit die 24 mm nochmal. So ein bisschen aus in der Richtung, ja, wenn man es so sieht, so und auch da machen wir uns mal ein Foto. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir mal auf das 18 mm. Dann würde ich sagen, dasselbe Spiel noch einmal. Was sagen wir, schmeißen die Kamera erstmal in den Videomodus. So, ja, soll ich schon sagen, gehen wir ein bisschen. So rein in die Sache, ein bisschen vermeut fühlend. So. Ja, ein bisschen tiefer. Sieht man leider auch hier nicht viel von dem Grillfeld vor dem, also vor der Bank. Also gehen wir das Ganze ein bisschen hoch. Ein bisschen ran. Ja, ungefähr. So würde ich sagen, ja, und da machen wir es auch mal ungefähr mit 18 mm Brennweite bei ein, zwei Fotos. So, wie gesagt, haben wir auch mit die 18 mal ein paar Fotos gemacht. Jetzt packen wir es mit das 18 zusammen. So, und hauen mal das an die Kamera. So, dann wird man da mal einen kleinen Eindruck von dem Ganzen kriegt. Ja, wie gesagt, die Perspektive brauchen wir gar nicht zu versuchen. Ja, ich gehe mal gleich mal ein bisschen höher. So, und dann würde ich sagen, ja, kann man schon mal wieder den Unterschied erkennen zum 18 mm, ja. So, oder ja, so in der Richtung, würde ich sagen. Passt das ja ganz gut. Können wir auch noch ein bisschen weiter rein. Ja, oder eher mal so. Ja, so ähnlich war ich mir jetzt mit dem 14 mm noch ein paar Bilder machen. Ja. Ja, so gut. So viel dazu. Ich würde sagen, ich pack mal langsam wieder zusammen. Gut. So.
Also, kurzes abschließendes Fazit zur Sache. Gut, fototechnisch, ja, wie gesagt, ein paar Perspektiven, ein paar Brennweiten ausprobiert. Gut, Licht wird jetzt auch nicht viel besser. Bis zur goldenen Stunde oder so will ich nicht unbedingt warten, weil das Motiv gibt es auch nicht unbedingt her. Ja, wie gesagt, Grund für die ganze Sache, außerdem ein bisschen rumspielen mit den Brennweiten und Perspektiven, war eigentlich ein bisschen Steigung wieder mal zu machen, weil, ja, wie schon gesagt, das ist die anstehende Fotoreise La Palma. Ja, aber wie gesagt, es sind halt auch ähnlich knackige Anstiege da unten bei der einen oder anderen Tour mit dabei. Deswegen mal ein bisschen Konditionstraining, Steigung. Bilder suche ich mir dann zu Hause mal raus, was es ins Video schafft. Muss sagen, im Großen und Ganzen ist es hier oben aussichtsmäßig. Es ist recht schön, muss man schon sagen. Ja. Gut, nächste Woche schaue ich mal eventuell Samstag, weiß ich nicht, oder Sonntag mal schauen. Ein Plan wäre eventuell noch mal ins Schwarzwassertal. Eine kleine Runde. Eine kleine Runde sind 15 Kilometer. Also ein bisschen mal Strecke machen. Ja, da wird nur noch ein bisschen Kondi machen. Ich schleiche mich wieder ins Tal runter zum Auto. Ja, wenn es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Also bei dem kleinen Foto-Ausflug mal ein bisschen zuzuschauen. Bei einer bisschen Rumspielerei. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ja. Bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.